Es ist wieder Tannebergzeit. Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge LS17 hier auf meinem Kanal. Und ja, ich habe mal ein ernstes Wort mit den Jungs unten da bei der Getreide AG gesprochen. Also das Mischungsverhältnis, was die da hatten, das war mir einfach zu fett, muss ich ehrlich zugeben. Zwar, weiß ich nicht, 1:1 das Zeug mischen und dann gibt es dafür nur 1000 Saatgut und so weiter, habe ich gesagt. So, Freunde, so geht es nicht. Könnt vieles mit mir machen, aber da hört dann der Spaß auf. Und jetzt wollen wir das Ganze halt mal mit einer anderen oder mit einem anderen Mischungsverhältnis ausprobieren und ja, gucken einfach mal, dass wir, na, den brauche ich nicht nehmen. Auch den hier. Weil ich brauche noch mal ein bisschen Dünger. Und dazu muss ich ja natürlich dann an die zum Händler noch mal runter. So, jetzt haben wir es aber. Dann hole ich noch mal 2000 oder so. Und werde dann mal gucken, dass wir dann mit diesen 2000 Düngern dann vielleicht ein anderes Mischungsverhältnis und auch eine relativ akzeptable Qualität dann haben, so dass wir dann genügend Saatgut fürs nächste Jahr dann haben, was wir dann halt zur Aussaat verwenden können. Es kam auch schon der Tipp, dass man vielleicht das Saatgut, was dann dort unten gefertigt wird, wo wir dann hier unseren guten Dünger reinschütten, dass wir den vielleicht dafür nehmen, um den auf Paletten zu packen und dann zu verkaufen. Die Idee gefällt mir schon sehr gut, muss ich zugeben. Und ich habe das auch ausprobiert und das ist halt auch eine Maßnahme, um noch mal ein bisschen Geld zu drucken. Also das ist wirklich eine Gelddruckmaschine. Da gibt es kein Wenn und Aber, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt ist es an euch zu entscheiden, ob wir das so machen wollen, dass wir hier ja, ich sag jetzt mal, ein bisschen zu Kohle kommen, um nochmal das ein oder andere zu kaufen. Oder ob wir einfach dann weitermachen wie bisher und das Ganze dann, was wir dort unten produzieren, für den Eigenbedarf nehmen. So, jetzt aber erstmal hier 2000. Komm, wir kaufen noch einen. Was mich mal kurz interessieren würde, ist, wie denn unser Kredit aussieht. Da haben wir ja gar nichts. Hör mal, da können wir ja aus dem Vollen schöpfen hier. Das ist ja mal geil. Ach, dann ist das egal. Irgendwie kommen wir schon zu Geld. Das ist nicht das Problem. Müssen wir jedenfalls jetzt nichts übers Knie brechen. Aber tanken müssen wir. Tanken müssen wir, da geht kein Weg dran vorbei. Ansonsten haben wir nämlich ein ernstes Problem gleich und bleiben mit dem hier dann demnächst stehen. Auch nicht so toll. Dann lass mal rauslaufen, das gute Zeug. Ach, jetzt mache ich den wieder aus. Ich bin auch ein Horst, ey. Nichts gegen dich, Horst, aber ich bin ein Horst. So. Ich will auf jeden Fall in dieser Woche noch anfangen und Maishäcksel, ne? Da bin ich auf jeden Fall ganz schwer hinterher. Dass wir das gebacken kriegen. Weil das wäre natürlich so richtig geil, ne? Und wenn wir damit durch sind und das soweit alles haben. Ich meine, klar, wir können ja dann auch mit der Silage dann noch ein bisschen Geld verdienen und so weiter. Das ist auch alles halb so wild. Mich würde es natürlich echt reizen, wenn wir dieses Jahr anfangen könnten mit Tieren. Ganz klar, weil wir dadurch dann Gülle bekommen, wir bekommen dadurch ein bisschen Mist.
Und dann wird auch vieles, vieles einfacher. Gerade dann im Hinblick auf weitere Produktionsketten. Aber das erste Jahr ist auch ein Lehrjahr, ne? Da müssen wir auch uns nichts vormachen oder so. Jetzt ist nur die Frage, wie gehen wir dann damit um? Nehmen wir jetzt das, was wir hier produzieren und machen es zu Geld und holen uns dann günstiges Saatgut dann nachher von dem Ertrag, was ja gar nicht so verkehrt ist, weil wenn wir überlegen, dass wir für eine Palette oder eine Tonne dann hier richtig viel Kohle nachher kriegen, ist das natürlich schon geil. Oh, und ich sehe gerade, wir müssen hier unseren Kollegen da oben nochmal zur Arbeit bewegen. Der muss auf jeden Fall hier die Wiese weiter mähen. Mähen und Wiese ergibt Miese. Aber wir befinden uns doch gar nicht in den Miesen. Wir sind doch im Plus. was für ein schlechter Witz wieder hier. So. Jetzt fahren wir aber erst da runter. Und dann machen wir hier mal alle weiteren Einstellungen, die wir jetzt noch so zu tätigen haben. Ah, das wird schon wieder alles sehr eng hier, ne? Mit den Kursen einfahren, beim Häckseln und so weiter. Und da muss er ja noch verdichten. Da brauchen wir dann ein starkes Auto, was das kann. Oh, das wird noch abenteuerlich hier. Und das alles wieder in 3 Folgen für die Woche. Wenn wir da nicht mal vielleicht noch einen dranhängen müssen. Wir werden sehen, dass wir das Ganze dann halt am Sonntag zeigen oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Nicht zu früh freuen auf jeden Fall. Ja, und hier auch dann in der letzten Woche die Aktion mit dem Autofahrer hier. Das sitzt immer noch in den Knochen. Also wenn man einen Unfall hat und so weiter, das geht halt nicht so schnell weg, ne? Aber er hat uns auf jeden Fall schon mal bis hier oben hingebracht. Das ist ja auch schon mal viel wert. Mit der Presse und dem... was war das denn? Der MF, ne? So, Dalle. Fahren wir mal hier geschmeidig an den Träger ran. Stimmt denn die Abladeseite? Hinten, genau. Links will ich. Kommen wir da rum? Boah, aber ganz knapp, ne? So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Getreide. Dann nehmen wir das, was am günstigsten ist. Und hauen es einfach weg. Boah, jetzt die, den Ballenspießer bei, ne? Dann können wir den einfach hinten drauf jagen hier. Oder die Ballen nehmen, hinten drauf schmeißen und schon mal hochfahren. Dann brauchen wir hier nicht nochmal extra runter. Aber ist leider nicht. Was wir aber machen können, wäre mal eine Überlegung wert, wenn ich gleich den... Ach komm, ist egal. Mit dem UAL-Anhänger den noch hier hinterhängen und dann... Ach, nee. Wird zu viel Kurverei. So, komm, zieh. Kollege, zieh. Oh, schön. Dann geht's jetzt hier zum Händler. Nein, nicht zum Händler. Quatsch. Zum Händler. Hofsilo. Zur Korndusche will ich. Im Korn duschen. Aha. Okay. Was beiseite. Da bin ich echt gespannt, ne? Was dann dabei rauskommt. Wir fahren jetzt hier mal rein.
Das ausgewählte Silo ist leer. Wie bitte? Weizen sind doch 9000 drin. Was hast du denn? Starten, oder? Was kostet denn der Weizen? Mal eben checken hier, wie die Tagespreise so sind. Weizen für 3,21. 5,31 an der Baywa. Getreide AG 5,47. Also für Weizen kriegen wir eigentlich schon gutes Geld. Dann nehmen wir einfach hier die Gerste. Und hauen die weg. Und tanken muss ich, falls ich es noch nicht gesagt habe. Aber wir machen hiervon jetzt auf jeden Fall erstmal feinstes wie heißt es denn? Saatgut. So. Ich glaube, wir machen das. Ich nehme euch die Entscheidung einfach ab. Wir machen das jetzt so. Wir machen hier raus pures Gold. Pures Gold. Und dann wird er gegangen und alle Einstellungen gemacht. Dann läuft das auf jeden Fall für die Woche. Ich hoffe, ich kriege die Wiese oben an der BGA fertig. Wäre natürlich nicht schlecht. Was ich mir auch schon überlegt habe, wir könnten hier unten aus dem Abschnitt, aus dieser Wiese hier gegenüber von der Dieselraffinerie, könnte man auch noch ein Feld machen, ne? Aber das ist halt alles sehr weit weg hier. Da könnte man dann solche Sachen wie Soja zum Beispiel drauf machen oder so. Aber das wäre auf jeden Fall noch eine Überlegung. Und dann haben wir dann nochmal zusätzliche Ackerfläche. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, weil, ja, ich sag mal so, wie es ist, Gras genug haben wir eigentlich. Jetzt muss ich mal schauen. Abkippseite nochmal wechseln. Machen wir auf rechts. Und dann geht's hier los. So, wir hüpfen schon mal hier rein und werden auf jeden Fall mal gucken. Hatten wir BGA? Flügen und säen. In 3 Metern. 3 Meter hat auch das Mähwerk, ne? Oder täusche ich mich da? Eben schauen. Mähwerk. 3,10 Meter. In 10 Zentimetern jetzt? Mal so ein Fass aufzumachen? Ach, egal, komm. Ist egal, wir machen einfach den Rand. 3,10 Meter. Wir haben angefangen. Wo haben wir denn angefangen? Nordosten, ne? Richtung Süden mit 2x Vorgewende. Damit mich nicht alles täuscht. Wir generieren einfach mal. Und siehe da, es war gut. Speichern wir das Ganze mal. BBGA. Mähen. 3.1 M. Nächster Wegpunkt ist deiner. Auf geht's. Ja, das läuft hier. Schön. Du fährst, das ist gut. Du stehst, das ist nicht gut. Du kannst gleich noch was tun. Mit dir haben wir jetzt was ganz Spezielles vor. Wir nehmen dich nämlich. Und fahren dann schon mal zum Maisfeld. Kommen denn die ganzen Autos her? Lass mich mal durch hier. Ach, ist es nicht herrlich. Endlich geht's los hier. Ach ja, schön ist es.
Ach, wir machen mal hier besser Rundumleuchter an, damit wir auch gesehen werden. Wenn wir schon selbst nichts sehen, aber gesehen werden, ist wenigstens dann halt die Hauptsache hier. Kommt wieder keiner, ne? Dann fahren wir mit dir. Wie fahren wir denn? Wir fahren da hinten hin. Da fangen wir an. Genau, hier beginnen wir das ganze Übel. Kannst du schon mal dein Auto aus- oder entfalten und das Maisgebiss ausklappen. Und jetzt suchen wir mal uns die Autos zusammen hier. Ach, du bist am Mähen. Ja, das ist doof. Braucht dich zum Verdichten, ne? Das weißt du ja hoffentlich. Was ist denn... Was haben wir denn noch so im Angebot hier? Schlüter, Schlüter, Schlüter. MB-Truck. Glas. Oder hier diesen. So einen schönen Deutz. Was hat der denn? Der hat... 147... Psst, hat der. 147. Ah, da brauchen wir auf jeden Fall was, was ein bisschen mehr Bums hat. Und zu teuer soll es ja auch nicht sein. Der 147, der fängt schon mit 165 an. Können wir denn da noch was machen? 681, 190 PS hat er. Freunde, wir kommen der ganzen Geschichte auf jeden Fall näher. Das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an, wie wir den hier dann konfigurieren werden. Bis dahin bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr lasst mir gerne ein Like und ein Kommi da. Und ja, macht es gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.